Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Video von mir. Dieses Video sollte eigentlich schon vor vielen, vielen Wochen online kommen, denn wie ihr auch in den Aufnahmen gleich sehen werdet, die Standheizung habe ich eigentlich schon relativ am Anfang des Ausbaus eingebaut, aber diesmal wollte das mit dem Einbau der Standheizung nicht ganz so klappen, wie ich mir das vorgestellt habe. Erstmal vorweg, ich habe bereits ein sehr, sehr ausführliches Einbauvideo zur Autotherm R2D in meinen vorherigen Van, einen Peugeot Boxer, eingebaut. Und nachdem Peugeot Boxer, Fiat Ducato und Citroën Jumper quasi identisch sind, hätte sich auch der Einbau der Standheizung eigentlich quasi gar nicht unterschieden. Das ausführliche Einbauvideo dazu verlinke ich euch deshalb hier oben in der Ecke. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall zuerst anschauen. Und wie gesagt, diesmal wollte ich ein bisschen was anders machen und das hat aber dann nicht so ganz geklappt. Und deswegen könnt ihr jetzt daraus lernen, was nicht geklappt hat. Und ich denke, als Ergänzung ist dieses Video auf jeden Fall auch noch ziemlich hilfreich. Ich habe mir gedacht, dass ich ganz gerne einen Extra-Tank, und zwar so einen hier, extra für die Diesel-Standheizung hier im Fahrzeug einbauen würde. Einerseits, um mir den aufwendigen Einbau des Tankentnehmers zu sparen und auch, damit ich mit Heizöl anstelle von teurem Diesel heizen kann. Allerdings sah der TÜV-Prüfer das nicht ganz so, beziehungsweise er sah es nicht als machbar. Deswegen musste leider der Zusatztank doch wieder weichen. Stattdessen geht es jetzt also doch wieder an die Tankarmatur. Aber da habe ich inzwischen auch in einem anderen YouTube-Video, glaube ich, gesehen, dass man das viel, viel leichter machen kann, als ich es beim letzten Mal gemacht habe. Beim letzten Mal habe ich die ganze Sitzbank ausgebaut, die komplette Tankarmatur rausgeholt und dann den Tankentnehmer eingesetzt. Aber das geht viel einfacher, und zwar indem man einfach die Entlüftung nutzt. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Als erstes Mal muss die Klappe hier runter. Diese Klappe hier muss natürlich schon noch weg. Dafür werden nochmal 3 Schrauben gelöst. So, und anstatt jetzt hier in der Mitte den Tankentnehmer einzubauen, wofür man entweder die komplette Tankarmatur rausnehmen muss oder den Fuelfix kaufen muss, der ungefähr 100 Euro kostet, das ist so mit Spezialbohrer, dann kann man hier von oben einfach reinbohren und die Späne gehen automatisch alle nach außen und dann setzt man den einfach von oben ein. Und die Alternative dazu ist jetzt, dass hier in den Entlüftungsschlauch eben der Tankentnehmer eingesetzt wird. Dafür muss man nur diese eine Mutter, hier diese Mutter, lösen. Und dann kann man den nach oben rausziehen und dann können wir genau hier oben rein in die Mitte den Tankentnehmer einsetzen. Als erstes löse ich mal den Entlüftungsschlauch und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Ich nehme nach den 3 mm doch erstmal jetzt einen 5 mm Bohrer, weil das irgendwie ziemlich hartes Plastik ist und ziemlich nicht so leicht durchgeht. Deswegen noch einen Zwischenschritt und nach den 5 nehme ich dann die 8. So, jetzt schon mal möglichst viel von den Spänen hier mitnehmen, weil die Späne haben natürlich im Tank nichts zu suchen. Aber es ist jetzt auch nicht ultimativ schlimm, wenn ein kleiner Plastikspan in den Tank reinfällt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir den Tankentnehmer da reinbekommen. Wahrscheinlich muss ich den hier oben noch ein bisschen gerader biegen. Ja. Ich muss ihn noch gerade biegen. Der lässt sich relativ leicht biegen, im unteren Bereich sehr leicht, hier oben nicht ganz so leicht, weil es hier natürlich schon ein bisschen verwinkelt ist. Aber ich habe es noch ein bisschen biegen können. Jetzt schauen wir mal, ob es reicht. Ja, reicht. Da ist er. Ich habe jetzt von unten einfach nur den Tankentnehmer reingesteckt, nichts von diesen Scheiben und sowas. Und von oben, wenn er dann ganz durch ist, ja, jetzt schaut es gut aus. Von oben werde ich jetzt einfach nur die eine Gummidichtung drauf machen und dann diese Scheibe hier, die große Scheibe, die mitgeliefert wird, kommt auch drauf. Die werde ich jetzt aber erst noch ein bisschen leicht rund biegen, damit die sich mehr an den, an den Schlauch hier anpasst. Und dann kommt natürlich noch die Mutter drauf, die das Ganze dann fixiert. Und dann müssen wir nur noch schauen, ob ich den noch kürzen muss. Ne, das machen wir am Ende, weil ich habe ihn ja schon mal gekürzt und ich glaube, die Länge könnte jetzt ganz gut passen, dass ich ihn einfach reinstecke. Und mal kann natürlich sein, dass der jetzt zu kurz ist, dass der noch 2-3 cm länger hätte sein können, um bis fast zum Boden zu reichen. Dabei ganz wichtig, er darf nicht ganz bis zum Boden reichen, weil sonst kann er euch den Tank halt komplett leer ziehen, dann könnt ihr nicht mehr starten. Deswegen soll es so sein, dass er ungefähr einen Zentimeter über dem Boden oder 2-3 cm über dem Boden stoppt. Wenn er jetzt natürlich bei mir schon zu kurz ist, dass er gar nicht mehr unten ansteht, dann weiß ich nicht, wie weit er vom Boden weg ist. Wenn ihr den noch nicht zugeschnitten habt davor, dann könntet ihr das Ganze so wie es ist reinstecken und dann ist er ja am Boden. Das heißt, ihr wisst dann, wie weit es nach oben raussteht und dann könnt ihr das abmessen und entsprechend dann kürzen. In meinem Fall wird es, glaube ich, so sein, dass er jetzt schon nicht bis zum Boden reicht, aber ganz ehrlich, ist mir dann jetzt auch erstmal egal. Wenn ich dann merke, wenn der Tank halb voll ist, funktioniert die Heizung schon nicht mehr, dann muss ich vielleicht nachträglich doch hier nochmal einen anderen neuen Tankentnehmer einsetzen. Aber wenn es bei einem Vierteltank ist oder so, dann ist das für mich okay. Ist natürlich besser, wenn man ihn davor noch nicht gekürzt hat, aber ich musste ihn ja für den anderen Tank schon kürzen. Aber jetzt probiere ich mal die
Scheibe hier noch ein bisschen zu biegen und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an. Na gut, ein kleines bisschen habe ich die Scheibe gebogen. Nicht viel, aber das wird schon reichen. Und jetzt ist mir gerade noch aufgefallen, ich glaube, um das da reinzustecken, muss ich, also erstmal biege ich das noch ein bisschen gerade. Ich weiß halt jetzt auch gar nicht, ob da nach unten hin irgendwas im Weg ist oder ob ich das da senkrecht reinstecken kann, to be honest. Ich werde es einfach mal senkrecht reinstecken und gucken, was passiert, ob ich irgendwo anschlage oder so. Beziehungsweise, nee, ich glaube, es ist besser, das tendenziell noch ein bisschen nach hinten weg, also nach vorne weg quasi, zu biegen, weil da sonst, da ist so ein Messteil für den Füllstand des Tanks, so ein Schwimmer, so heißt der. Und es könnte sein, dass der sonst blockiert wird. Das hatte ich, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Das heißt, ich biege ihn dann noch ein bisschen weg. Das Ganze kommt ja, das zeigt nach leicht vorne links. Das bedeutet, ich biege den jetzt so, dass er ein bisschen nach, in der Richtung jetzt hier nach oben zeigt. Ungefähr so mache ich es jetzt mal, ein bisschen weniger. Natürlich, je mehr ich ihn biege, desto eher kommt er erst recht nicht zum Boden runter. Dann kann ich jetzt erstmal hier meine Mutter draufschrauben, zumindest mal einigermaßen. Ich mache die dann gleich noch richtig fest. So, und jetzt versuche ich mal, das da irgendwie reinzukriegen. Uiuiui. Ich glaube, ihr wisst, was mein Problem ist, weil ich muss ja zuerst... Ja, okay, ist schon drin. Ich wollte sagen, ich muss ja zuerst den Tank in da reinführen und dann den Schlauch draufstecken. Aber ich brauche jetzt zwei Hände, sorry. So, er ist drin und ich bin jetzt auch wirklich sehr optimistisch, dass das luftdicht ist mit der Dichtung, mit der Scheibe oben drauf. Ich werde das noch weiter runterbiegen müssen, damit hier diese Klappe wieder vernünftig drauf passt. Aber davor kann ich mir jetzt erstmal unterm Auto eine neue Position für die Dieselpumpe suchen. Vielleicht reicht da sogar das Stück der Dieselleitung, das ich schon dran hatte. Ja, und dann mache ich das hier fest, wieder mit diesem Verbinderstück, mit einer Schelle, biege das ein Stück runter, klappe wieder drauf und dann geht es unter dem Auto weiter. Die neue Position der Dieselpumpe unter dem Auto und auch der Anschluss der Dieselleitung daran war komplett identisch zu meinem vorherigen Van. Also auch dazu schaut euch sehr gerne das ausführliche Einbauvideo an. Was diesmal allerdings anders war, ist, dass ich diesmal in dem Paket von Tiger Expert alles drin hatte, was ich für den Einbau der Standheizung benötigt habe. Denn inzwischen gibt es dort das sogenannte 99% Camper Kit. Das ist wie gesagt einfach ein Paket, in dem alles dabei ist. Selbst der Dieselfilter, den ich bei meinem vorherigen Van extra kaufen musste. Insofern kann ich euch dieses Set auf jeden Fall sehr empfehlen, weil ihr da einfach mit einer Bestellung alles habt, was ihr für den Einbau benötigt. Schaut dazu sehr gerne unten in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch das sogenannte 99% Camper Kit, in dem ihr eben dann alles dabei habt, was ihr braucht. Mit dem Kauf über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr auch mich kostenlos unterstützen, ohne dass der Preis sich für euch verändert. Also vielen Dank dafür, wenn ihr das macht. Weiter geht's im Video mit dem Luftansaugschlauch und dem Abgasrohr unterhalb des Autos. Nachdem da die Positionsbestimmung immer nicht ganz so einfach ist, teile ich da noch meine Überlegungen mit euch. Übrigens hat die Standheizung an der Unterseite zwei Anschlüsse, eben für diese beiden Anschlüsse, und die kann man nicht vertauschen, weil die unterschiedlich groß sind. Das heißt, testet einfach mal beide Schläuche jeweils da drauf zu machen und ihr werdet sehen, es geht nur in einer Konstellation. Aber natürlich muss die Heizung im Fahrzeug richtig rum verbaut werden, denn die könnt ihr theoretisch falsch rum verbauen und dann wären auch die Anschlüsse unter dem Auto natürlich andersherum. Deswegen dazu eine kleine, aber wichtige Erklärung. Auf der einen Seite sieht man fast nur schwarz, das ist die Luftansaugung, und auf der anderen Seite sieht man ganz groß hier so ein silbernes Teil. Das ist die Seite, wo die warme Luft rausgepustet wird. Also das nicht vergessen beim Einbau, dass ihr sie nicht falsch rum einbaut. Um unter dem Auto vernünftig arbeiten zu können, empfehle ich unbedingt zumindest solche Auffahrkeile. Viel besser ist natürlich, wenn man eine Grube nutzen kann. Dann diese zwei Anschlüsse müssen einmal der Frischluftschlauch und einmal das Abgasrohr. Ich weiß jetzt nicht, welches ist. Und da habe ich jetzt geschaut, wo ich die am besten befestige. Und ich muss sagen, es ist schwierig hier. Die sollen beide in die gleiche Richtung zeigen, und zwar nicht nach vorne, das heißt nach hinten. Das heißt, ich musste gucken, wo kann ich hier Richtung nach hinten irgendwie was anschrauben. Und da ist hier der fette Ersatzreifen, den ich eigentlich nicht brauche. Ich habe jetzt schon überlegt, ob der einfach wegkommt, und dann wäre hier natürlich rechts mehr als genug Platz. Aber stattdessen habe ich jetzt beschlossen, der Frischluftschlauch, der an einen von diesen beiden Anschlüssen kommt, den werde ich hier nach hinten führen und einfach hier an diesen zwei Schläuchen, ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall sind die hier recht fest. Und da werde ich den Frischluftschlauch einfach mit Schellen befestigen, beziehungsweise mit Kabelbindern an diesen Dingern hier. Und das zweite ist dann der Abgasschlauch. Bei dem ist das Ganze schon ein bisschen kritischer, weil der natürlich auch heiß wird. Und dementsprechend kann man den jetzt nicht an irgendwelche Gummileitungen hier dran machen oder so. Der wird dann an dem entsprechenden Anschluss, ich glaube, es ist der, aber ich weiß es nicht genau, auch dort angeschlossen. Und dann brauche ich den Schalldämpfer. Und jetzt habe ich hier folgende Thematik. Ich muss ein Stück hinterrutschen. Oh ja, so ist es gut, so seht ihr es ganz gut. Hier habe ich den Einbauflansch.
In diese Richtung habe ich eigentlich keine Möglichkeiten mehr, den noch irgendwie anzuschrauben. Hier wäre noch was, aber das ist dann schon zu nah an diesen Schläuch dran, wo ich ja den Frischluftschlauch hinmachen möchte. Die müssen mindestens 20 cm auseinander sein, aber auch in die gleiche Richtung gerichtet. Und das kommt hier einfach nicht in Frage. Deswegen habe ich beschlossen, auch wenn es ein bisschen blöd ist, weil hier diese Blattfeder vom Auto ist, aber ich muss wieder mit dem Abgasschlauch von hier aus überhalb von dieser Blattfeder über der drüber gehen. Und dann werde ich genau hier, ich gehe jetzt mal wieder hier rüber, genau hier werde ich den Schalldämpfer anschrauben und dann geht es hier noch ein Stück hinter und dann ist Ende. Dieser Schalldämpfer, der wird dann ungefähr so sein, der ist dann auf jeden Fall neben dieser Blattfeder hier und nicht drunter direkt. Und der Schlauch geht eben oben drüber, wie gesagt. Beim letzten Van hatte ich das Ganze auf der anderen Seite, aber auch da hatte ich das Thema, dass ich den Schalldämpfer vom Abgas hier angeschraubt habe, also eigentlich genau gleich, nur spiegelverkehrt. Und das hatte den TÜV-Prüfer nicht gestört, obwohl der alles sehr genau angeschaut hat. Okay, verdammt, der 8 mm Bohrer ist zu klein für die 6 mm Nietmutter. Da bräuchte ich mindestens einen 9 mm Bohrer. Die will ich eigentlich da oben einsetzen. Die geht so nicht ganz rein. Aber mit dem 8 mm Bohrer kann ich da leider auch nichts anfangen. Das heißt, ich kann nicht mal das jetzt machen. Dann widme ich mich jetzt zumindest noch dem Kürzen des Frischluftschlauchs und dann war es das schon wieder und scheitert wieder an dem Werkzeug bzw. an dem Equipment, das ich dabei habe. Neuer Tag, neues Glück. Ich glaube, diesmal habe ich jetzt wirklich alles dabei, aber richtig kalt ist es heute, deswegen lege ich lieber schnell mal los. Tue ich mir das schon wieder an. Jetzt dachte ich gerade im ersten Moment, ach komm, diesmal komme ich viel besser hin, weil ich habe ja den flacheren Einbauflansch. Das ist auch so, ich komme viel besser hin, aber trotzdem unterm Auto liegen und da rumschrauben ist einfach sowas von unbequem. Der Arm fällt einem halb ab und ich dachte mir, es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Ich kann das ja jetzt immer noch einfach rausziehen und genau das werde ich jetzt machen. Ich hole jetzt die Standheizung da raus. Ich habe gerade die Standheizung am Flansch schon festgeschraubt, aber jetzt hole ich die Standheizung einfach raus und mach dann diese zwei Schläuche da dran und dann kommt das Ganze wieder rein. Die Dieselleitung kann ich sogar auch noch so schon reinmachen. Deswegen probiere ich jetzt mal so mein Glück. Ich glaube, das macht es deutlich einfacher. Na, also ich muss sagen, das war jetzt doch deutlich entspannter. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte all das gerade unterm Auto gemacht, dann wäre ich jetzt sowas von durch. Also auf jeden Fall zu empfehlen, das so zu machen. Es macht, glaube ich, trotzdem Sinn, sich vorher schon mal die Länge der beiden Schläuche, ja auf jeden Fall, beide Längen schon mal davor festlegen und dann aber einfach draußen entspannt zusammenschrauben. Ich hatte jetzt leider für den Frischluftschlauch nicht den passenden Schraubenschlüssel dabei, also auch heute nicht perfekt ausgestattet, weil ich nur zwei verschiedene Schraubenschlüssel dabei hatte. Den 10er braucht man an vielen Stellen und den 8er braucht man an vielen Stellen. Und bei der Schelle vom Frischluftschlauch hätte ich einen noch kleineren gebraucht, wahrscheinlich einen 6er oder 7er. Und da habe ich mir jetzt mit der Spitzzange beholfen, die ich zum Glück dabei hatte. Mit der konnte ich das auch ganz gut festziehen. Und das gleiche war jetzt auch hier bei den Schellen der Dieselleitung. Damit hat das aber auf jeden Fall ganz gut geklappt und ja, dann natürlich auch testen, dass alles fest sitzt. Hier habe ich bei dem Abgasschlauch auch schon den Hitzeschutz drüber gesteckt, wie ihr sehen könnt. Der muss natürlich dann so weit wie es geht nach unten drüber gesteckt werden. Da ist es vor allem wichtig, dass halt hier die Dieselleitung nicht so mit Hitze in Berührung kommt, sage ich mal. Deswegen steckt den einfach möglichst weit runter. Den könnt ihr theoretisch auch von außen nochmal mit einer Schelle fixieren, dass der nicht verrutscht. Bei mir ist es jetzt eh so, dass der ziemlich exakt die Länge hat bis zu meinem Abgasschalldämpfer. Das heißt, ich schiebe die jetzt dann einfach ein kleines bisschen zurück und dann kommt der Schalldämpfer dahin
Und dann kommt da ja auch eine Schelle hin. Das heißt, dieser Hitzeschutz kann gar nicht verrutschen, weil der da komplett eingespannt ist sozusagen bei mir. An dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Und zwar darf der Abgasschlauch nicht die Gummidichtung berühren. Schaut also, dass wenn ihr den Abgasschlauch mit der Schelle befestigt, dass er keinen Kontakt mit der Gummidichtung hat. Gut, dann werde ich die Heizung jetzt wieder in das Loch reinstecken. Dann schließe ich das hier am Abgasschalldämpfer an und auch noch das weitere Stück, dieses Endstück sozusagen. Den hier fixiere ich, wie gesagt, mit Kabelbindern. Mal gucken, wie das dann wird. Aber ich denke, das sollte, wie gesagt, völlig ausreichen. Und dann geht es noch an die Dieselleitung, die jetzt von der Seite aus zuerst in die Dieselpumpe geht, aber in den Ausgang der Dieselpumpe. Auf der Dieselpumpe ist ein Pfeil drauf. Damit weiß man, in welche Richtung der Diesel fließt. Also dieses Ende, das jetzt von der Heizung aus kommt, wird zur Pfeilspitze hin angeschlossen. Und auf der anderen Seite der Dieselpumpe kommt dann noch der Dieselfilter dran. Und dann geht es in den Tankentnehmer, den ich ja vorher schon eingebaut habe. So, als nächstes geht es an die Entlüftung der Dieselleitung und dafür brauche ich schon das erste von den Kabeln und zwar das von der Dieselpumpe. Da ist hier außerdem dieser kleine graue Stecker dabei und diese zwei Kontakte gehören in diesen Stecker rein. Welches dieser zwei Kabel hier in welchen der beiden Anschlüsse kommt, ist komplett egal. Aber man muss darauf achten, da sind hier quasi so Kreuze drinnen und die müssen eben so waagrecht stehen, wie sie jetzt stehen, sodass der schmalere Schlitz des Kreuzes waagrecht ist. Und dann kommen auch diese Stecker waagrecht da reingesteckt. Das kann ich jetzt direkt mal machen. Klack und klack. So, beide eingerastet, jetzt kann ich es euch nochmal zeigen. Also die müssen, wie gesagt, waagrecht da drinnen einrasten. So, ich habe es unterm Auto jetzt so weit verlegt, dass es bis hier hinten rauskommt. Und da habe ich das Loch durch den Boden gemacht, wo ich das jetzt von unten durchstecken möchte. Da passt es aber mit dem Stecker nicht durch. Man hätte das Ganze auch andersrum machen können, dass man zuerst diese zwei Steckkontakte hier von oben durchschiebt und dann unterm Auto erst den Stecker drauf macht. Aber ich wollte das Kabel hier sowieso kürzen, weil ihr sehen könnt, das ist ungefähr 2 Meter zu lang. Und deswegen werde ich mir das jetzt ungefähr hier einfach abschneiden. Das reicht dann auf jeden Fall, um von unten durch das Loch durchzukommen. Und dann kann ich im Auto erstmal mit Vago-Klemmen nur eine Stromversorgung für die Pumpe anschließen, um die Dieselleitung zu entlüften. Und später werde ich dann an diese Vago-Klemmen den Stecker wieder dran machen, sodass ich dann den Stecker ganz normal beim Anschluss der Heizung anstecken kann. Also jetzt als erstes hier mal durchschneiden. Mal gucken, ob die Bastelschere das packt. Ja, easy. Gut. Und jetzt, den brauchen wir später noch. Und jetzt kann ich das hier da durchführen. Da kommt es raus. Jetzt mache ich unterm Auto nochmal irgendwo einen Kabelbinder hin, dass es da nicht mehr so rumschlackert. Also ich habe jetzt auf dem Weg bestimmt schon 6 Kabelbinder benutzt. Und dann geht's an den Stromanschluss hier. Wie gesagt, erstmal nur für die Pumpe, um die Leitung zu entlüften. Zeige ich euch dann gleich, wie das funktioniert. So, ich habe mir da mal was gebastelt und die zwei Kabel, die ich ins Auto geführt hatte, habe ich jetzt hier runter verlängert. Und dann geht das eine Kabel in den Schalter. Wie gesagt, ob das jetzt Plus oder Minus ist, ist eigentlich egal. Ich habe auch hier teilweise rote, teilweise schwarze. Ist ja nur fürs Entlüften. Dann habe ich mir hier einen Schalter eben genommen und das andere Kabel geht direkt hier in den Minus, in das Minuskabel von diesem 12 Volt Stecker rein. Ja, und jetzt kann ich, dadurch, dass ich das hier an meiner kleinen Powerstation angeschlossen habe, mit dem Schalter einfach an, aus. Und ihr hört schon, dass dann die Pumpe klackert. Also ich mache wieder an, aus. Hallo, Sammy. So, und das wird jetzt meine Beschäftigung sein für die nächste halbe Stunde. Aber so geht es sehr, sehr gut. Beim letzten Mal hatte ich da nicht so eine gute Konstruktion mit Schalter und dann musste ich immer so einen Stecker ständig an- und ausstecken. Und so kann ich jetzt ganz easy, ganz oft hin und her schalten. Naja, ich mache mal ein bisschen weiter und gebe euch dann ein Update. Oh yeah, seht ihr das? Luftbläschen, das bedeutet, da ist auch Diesel in der Leitung. Ich habe übrigens gar nicht mehr oft gepumpt, nur noch ein paar Mal, seit ich die Aufnahme gerade gestoppt hatte. Und jetzt fließt hier auf jeden Fall schon Diesel. Sehr geil. Jetzt muss ich aber erstmal der Filter hier natürlich füllen. Und dann muss ich auch noch die Pumpe entlüften.
Man sieht es dann normal schon, wenn hier irgendwann der Diesel voll ist, anhand der Luftbläschen. Und dann zum Pumpe entlüften muss man die nochmal abschrauben und die komplett senkrecht halten, dass sie nach oben zeigt. Und dann einfach so lange pumpen, bis oben keine Luftbläschen mehr rauskommen. Weil dann ist die ganze Luft quasi entwichen und wird von der Pumpe rausgepumpt. Das ist wichtig, weil sonst ist die Pumpe deutlich lauter, wenn da Luft drinnen ist. Und deswegen macht man auch den Filter nach oben gerichtet, damit dann die Luftbläschen, wenn im Filter noch Luftbläschen sein sollten oder wenn mal Luft angesaugt wird, damit diese Luftbläschen gar nicht erst hier reingelangen in die Pumpe. Der Diesel steht jetzt bis Anschlag hier bei der Heizung. Das heißt, es kann jetzt an die finale Verkabelung gehen. Und dann brauche ich die Akkubox, damit ich die anschließen kann, weil das geht mit der kleinen Powerstation nicht. Erstmal nehme ich mir jetzt das abgeschnittene Stück von vorher. Da habe ich schon die zwei Kabel abisoliert und stecke den Stecker jetzt mal hier in das passende, in den passenden Anschluss an der Standheizung rein. Stecke die zwei jetzt mal zusammen. So, Kabel Nummer 2 ist dann unsere generelle Stromversorgung. Dafür brauchen wir das dicke Kabel hier mit diesem kleinen Sicherungshalter mit dran. Okay, das mache ich erstmal noch auf. Also das ist unser Hauptstromversorgungskabel, das halt die komplette Standheizung mit Strom versorgt. Und da brauchen wir jetzt erstmal nur diese Seite mit dem gelben Stecker. Und die wird hier in den schwarzen Stecker reingesteckt. Geht aber auch wieder nicht anders. Und das dritte ist dann noch dieser breite Stecker hier. Hier wird unser Bedienteil angeschlossen. Dafür ist hier dieses Verlängerungskabel dabei. Klack. Und auf der anderen Seite des Verlängerungskabels ist dann auch wieder der passende Stecker für das Bedienteil. Bin mal gespannt, was das Comfort Control Panel so kann. Ich habe mich mit dem ehrlich gesagt noch nicht so viel auseinandergesetzt. Wird schon seine Vorzüge haben und sowas wie eine Timer-Funktion oder so ist schon eine coole Sache, wenn man sagen kann, es soll morgens um 7 immer angehen und dann wacht man auf und es ist warm. Das stelle ich mir ganz cool vor. Aber mal schauen, das werde ich dann auch mal testen und irgendwann später auch meine Erfahrungen mit euch teilen. So, und jetzt ist der letzte Schritt, dass wir hier die Stromversorgung mit Strom versorgen. Und dafür muss ich diese Kabel eben einfach anschließen an eine Stromversorgung. Für den Zweck hole ich jetzt kurz die Akkubox und dann schließe ich das damit mal provisorisch an. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengebastelt. Das ist nur provisorisch. Ich werde das natürlich dann anders anschließen. Im Endeffekt habe ich jetzt einfach das Pluskabel, das hier von diesem Sicherungshalter auskommt, mit einem Pluskabel verbunden, das ist hier das blaue, das dann in den Andersanstecker führt. Und beim Minuskabel genau dasselbe. Ich habe die jetzt einfach provisorisch mit einer Schraube und einer Mutter zusammengedrückt, mit Ringkabelschuhen jeweils. Und jetzt sollte eigentlich, wenn ich bei der Akkubox den Strom anmache, zumindest mal das Control Panel angehen. Und dann bin ich gespannt, ob sie auf Anhieb startet. Yep, das startet. Hier steht schon mal Autotherm. Das heißt aber schon mal, dass meine provisorische Stromlösung funktioniert. Dann würde ich sagen, ohne irgendeinen Plan davon zu haben, ich drücke einfach mal auf den großen Knopf. Heating. Das klingt gut. Könnte es aber sein, dass ich das nochmal bestätigen muss oder so. Wie gesagt, ich habe mich noch gar nicht mit diesem Control Panel auseinandergesetzt. Ja, okay, ich habe jetzt einfach ein paar Mal auf den Knopf gedrückt. Und jetzt läuft sie zumindest schon mal los. Das sollte jetzt auch erstmal einen Moment dauern, weil in der Heizung dann erstmal elektrisch quasi vorgeheizt wird, bevor dann wirklich die Verbrennung startet und dann kommt auch erst richtig die Luft raus. Aber zumindest bisher noch keine Fehlermeldung. Okay, also ich glaube, mit diesem Panel sollte ich mich doch mal auseinandersetzen. Aber ich will ja jetzt nur wissen, ob es überhaupt funktioniert. Okay, scheint zu laufen. Also es kommt schon mal warme Luft raus. Die ist noch nicht heiß, aber deutlich wärmer als die Umgebungstemperatur auf jeden Fall. Es hat gerade schon schön weiß aus dem Abgasrohr rausgequalmt. Das soll ja auch so sein, weil die Heizung sich am Anfang frei brennt. Jetzt dreht sie gerade auf. Man soll die am Anfang erstmal frei brennen lassen. Ich stelle es hier auf 30 Grad. Ah, Power Mode, da haben wir ihn. Okay, jetzt habe ich rausgefunden, was ich wollte durch ein bisschen rumprobieren. Jetzt habe ich den Power Mode ausgewählt und auf volle Power gestellt. Und jetzt lasse ich so einfach mal eine halbe Stunde laufen. Da waren auch noch ein paar Luftbläschen in der Dieselleitung. Das schaue ich jetzt gleich nochmal an, ob die jetzt mit der Zeit von selbst weggehen. Dadurch, dass sie läuft, da pumpt ja die Pumpe dann auch. Ich wollte nur nicht immer weiter pumpen, weil es stand halt schon bei der Heizung an. Und da waren aber noch ein paar Luftbläschen überall in der Leitung. Aber ich habe auch schon mal von welchen gehört, dass sie irgendwie die Heizung geflutet haben. Also so lange manuell gepumpt, dass dann zu viel Diesel in der Heizung war und dann hat sie nicht mehr funktioniert. Deswegen wollte ich das Risiko nicht eingehen. Aber ja. Ich glaube, dass sie mit den paar Luftbläschen schon klarkommt und dann nicht gleich eine Fehlermeldung zeigt, sofern da jetzt nicht zu viel Luft auf einmal dann in der Leitung ist. Hier seht ihr es, ab und zu, jetzt gerade irgendwie nicht mehr so, doch, da kommt wieder ein Luftbläschen. Hier, das springt hier so durch. Genau, und so kommen hier nach und nach immer noch ein paar Luftbläschen. Aber wie gesagt, mit den paar Luftbläschen scheint die Heizung
klar zu kommen. Und wenn die jetzt einmal alle durch sind, sollten auch vorne bei der Pumpe keine neuen mehr kommen. Ja, und inzwischen sind wir auch schon mit dem Van, mit der Heizung unterwegs. Und selbst jetzt im Juni nutzen wir hin und wieder die Heizung, weil wenn es draußen unter 15 Grad hat und man morgens oder abends einfach mal kurz einheizen möchte, damit es schön gemütlich wird, dann ist das wirklich ein Luxus, auf den ich nicht mehr verzichten wollen würde. Unser kleiner L1 H2 Fiat Ducato wird da wirklich in Sekundenschnelle warm. Also wir haben den Luftauslass auch hier unten an den Füßen gemacht. Und dadurch, wenn man hier am Tisch sitzt, hat man einfach sehr, sehr schnell warme Füße. Und wirklich nach 10 Minuten ist der ganze Raum sehr angenehm warm, auch wenn es draußen etwas kälter ist. Das soll es jetzt auch mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war noch der ein oder andere hilfreiche Tipp für euch dabei. Wenn das so ist, lasst mir wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Ausbauvideo wieder. Nächste Woche kommt noch ein Video, in dem es unter anderem um den Tisch, um die Sitzbänke und noch solche Kleinigkeiten geht, die wir hier noch im Van erledigt haben. Und dann kommt wahrscheinlich als nächstes endlich das Elektrikvideo, auf das viele von euch schon lange warten. Zum Einbau der Akkubox, wie wir das Ganze hier verkabelt haben. Kann schon mal vorwegnehmen, wir sind damit nach wie vor sehr zufrieden. Bisher hatten wir noch nie Stromprobleme und alles hat so funktioniert, wie es soll. Ja, und danach folgen dann auch endlich Videos von unserer Reise und natürlich auch eine ausführliche Van-Tour, in der wir euch nochmal das ganze Ergebnis hier zeigen. Und auch wieder ein Zeitraffer-Video. Ihr wisst es vielleicht, das sind auf meinem Kanal die erfolgreichsten Videos. Die beiden Zeitraffer-Videos meines ersten und meines zweiten Ausbaus haben beide inzwischen mehrere Millionen Aufrufe, was komplett verrückt ist. Da kommt selbstverständlich vom dritten Ausbau auch wieder so ein Video. Ja, und wir sind gerade schon auf dem Weg nach Norwegen und auch davon wird es dann schöne Reisevideos geben. Also abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!